Hey, Hokartoffeln, ein weiteres Video zu Rockstar Games ist heute für euch am Start. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht natürlich auch, aber nicht nur um Red Dead Online, sondern auch um die GTA-Trilogie, beziehungsweise darum, was Take-Two, die Mutterfirma von Rockstar Games, eigentlich gerade so anstellt. Da gibt es nämlich diesen CEO, Strauss Zelnick sein Name, der vor einigen Tagen ein sehr seltsames Interview gegeben hat. Darunter hat er so eine Aussage gebracht wie, ja, diese GTA-Trilogie, die hatte am Anfang einen Bug, aber den haben wir mittlerweile gefixt, da ist jetzt alles super. Wo ich mich frage, Moment mal, hat der Typ entweder keine Ahnung, wovon er redet, was bedeuten würde, dass er als CEO absolut unbrauchbar wäre, oder lügt er gerade absichtlich, was mich bei Take-Two und Rockstar Games gerade nicht wundern würde. Aber wie kam es überhaupt zu der Aussage? Vor ungefähr einer Woche hat Take-Two ein Angebot an Zynga abgegeben, um das zu kaufen. Jetzt fragt ihr euch, was ist Zynga? Das ist ein Unternehmen, das hauptsächlich Handyspiele fabriziert, zum Beispiel sowas wie Farmville. Und das für sage und schreibe 12,7 Milliarden Dollar. Ja, da fließt Geld ohne Ende rein und dann haben sie für Reddit Online nur noch einen Hausmeister übrig. Jedenfalls war das zu dem Zeitpunkt einer der größten Gaming-Deals der Geschichte, bis Microsoft einige Tage später gezeigt hat, wie es richtig geht und für knapp 70 Millionen einfach mal so Activision Blizzard nebenbei gekauft hat. Ja, aber trotzdem galt für Take-Two, dass der Aktienpreis einen ziemlich großen Dämpfer mitgenommen hat. Denn viele waren sich nicht sicher, Handyspiele und Take-Two, passt das wirklich zusammen? Und deswegen hat der CEO Strauss Zelnick ein Interview gegeben, in dem es hauptsächlich um solche Themen geht. Ich habe da viel weggelassen, aber einige Stellen möchte ich euch davon vorlesen. Da fragt der Interviewgeber, die Aktien von Take-Two Interactive sind heute Morgen ja stark gefallen. Also das war zum Zeitpunkt des Kaufs, beziehungsweise des Angebots, muss man sagen. Gekauft wurde de facto noch nichts. Zynga hat 45 Tage Zeit, um das Angebot zu akzeptieren oder zu jemandem zu gehen, der vielleicht noch mehr bieten will. Stellt sich heraus, Activision Blizzard war in Verhandlungen mit denen, bevor sie einfach von Microsoft gekauft wurden. Machen wir weiter. Also, der Aktienkurs ist über 12% gefallen. Jetzt ist die Frage an Strauss Zelnick, was er seinen Aktionären sagt, warum es trotzdem die richtige Entscheidung für Take-Two war. Und darauf sagt er, dass dieser Deal Take-Two zu einem der größten börsennotierten Unternehmen für interaktive Unterhaltung machen wird, wobei über 50% der Nettobuchungen aus dem am schnellsten wachsenden Segment in der Branche stammen werden. Mobile und Free-to-Play. Außerdem können wir so unsere Sammlung aus eigenem geistigen Eigentum ausbauen. Eines der Dinge, die wir an Zynga lieben, ist, dass sie, wie Take-Two, eine Vielzahl großartiger Titel kontrollieren. Viele großartige Titel, die sie als Forever-Franchises bezeichnen. Wir glauben, dass es eine große Chance für die Zukunft ist. Ich habe da mal spaßeshalber durch die Gaming-Sammlung von Zynga geblättert. Das einzige Spiel, von dem ich jemals gehört habe, war einfach fucking Farmville. Die haben sogar einen zweiten und einen dritten Teil. Der Rest war wirklich der größte Mobile-Crap, den ich mir nur vorstellen kann. Richtig schön, dass die Hälfte des Unternehmens aus sowas bestehen wird. Da freue ich mich ja schon richtig auf die Zukunft von Red Dead und GTA. Und natürlich sagt er da auch noch was drüber. Und zwar bei der Frage, ob die Unternehmenskulturen von Take-Two und Zynga überhaupt zusammenpassen. Darauf sagt er, dass Zynga Ambitionen hat, ihre Titel auch plattformübergreifend anzubieten und Take-Two hier die Expertise hat. Auf der anderen Seite hat Take-Two großartige IPs, die bisher nur auf Konsole und PC erschienen sind, aber noch nicht auf dem Handymarkt. Wir sind der Meinung, dass wir die Spiele auch auf Mobile-Geräten bringen können. Das sind ja absolut fantastische Neuigkeiten, meine Freunde. Das bedeutet, dass ich bald sowas wie Willy Wonka, Vegas, Casino-Slots oder Wizard of Oz, Slot-Machine-Game oder sowas Tolles wie Farmville 2, reif für die Insel, bald auf der Konsole und dem PC spielen kann. Ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, wenn ich mit dem Video fertig bin, bin ich eher reif für die Klapse. Puh. Oder wir bekommen Red Dead oder GTA halt fürs Handy. Das wurde hier schon so ziemlich bestätigt. Und es wundert mich nicht mal. Take-Two hat absolut den Blick fürs Wesentliche verloren. Die sehen nur noch die Dollarzeichen. Und leider, muss man sagen, ist bei Handyspielen extrem viel zu holen. Das sind einfach die erfolgreichsten Spiele, die wir haben. Das ist nichts Gutes, denn das bedeutet, dass Rockstar Games und ihre Story-Spiele immer weiter in den Hintergrund rücken für halt solche billigen Umsetzungen für Handys. Und ja, da kommen wir schon zum nächsten Punkt, die GTA-Trilogie. Die wurde ursprünglich auf die Handys portiert und dann stellt sich heraus, ist die GTA-Trilogie nur ein Port dieser Handy-Versionen wieder zurück auf die Konsolen. Kein Wunder also, dass diese unglaublich schäbig waren. Aber hier kommt der Kicker. Der Grund, warum die Spiele da so kaputt waren, ist laut Strauss Zelnick nur ein kleiner Bug gewesen. Hier ist ein originales Zitat aus dem Interview. Was die GTA-Trilogie angeht, so war das eigentlich kein neuer Titel. Das war ein Remastered von bereits existierenden Titeln.
Noch ein Grund mehr, warum das nie so buggy hätte erscheinen dürfen. Das sind 20 Jahre alte Games. Was habt ihr mit denen angestellt, dass sie noch schlechter laufen als die Originale? Wir hatten am Anfang eine Panne, aber die wurde behoben. Und der Titel hat sich einfach großartig für das Unternehmen entwickelt. Wir sind also sehr aufgeregt. Wir haben eine unglaubliche Pipeline für die Zukunft. Was? Bitte was? Ihr habt eine Panne gehabt, die behoben wurde? Also weder war das eine Panne, sondern gefühlt 20.000. Und ihr habt auch nicht alle davon behoben. Also von einem wirklich richtig guten spielbaren Spiel sind wir immer noch weit entfernt. Ich hoffe, damit hat er nicht gesagt, dass es das war mit den Patches für GTA Trilogie. Denn klar, es ist besser geworden, aber es ist noch nicht dort, wo wir eigentlich hin sollten. Alter Schwede, wie kann man sich zu so einer Aussage hinreißen lassen? Wir hatten eine kleine Panne, die behoben wurde. Wie kann man sowas Dummes sagen? Holy shit, ich komme nicht drüber hinweg. Das ist der CEO von dem Unternehmen, okay? Wie gesagt, der hat entweder keine Ahnung, was da abgeht, oder er lügt wie gedruckt und das mit voller Absicht. Was ich schon eher glaube und was ehrlich gesagt auch schlimmer ist. Naja, auf der anderen Seite der Medaille haben wir Rockstar Games. Die bringen zwar keine direkt dummen Aussagen, sagen aber dafür entweder lieber gar nichts oder bringen zu denkbar ungünstigen Zeitpunkten ziemlich belanglosen Kram raus. Zum Beispiel wie hier diesen Twitter-Post mal wieder. Sie haben sich also doch noch erbarmen lassen, dass sie in den Twitter-Post über die wöchentliche Änderung bringen ihres monatlichen Updates. Ja, das ist natürlich wieder zugeflutet worden mit Safe Reddit Online und das absolut zu Recht. Man kann doch nicht wirklich sowas Dummes posten. Trollt uns Rockstar eigentlich mittlerweile absichtlich? Das frage ich mich hier wirklich. Also, der Hausmeister besser gesagt. Hat der einen Sinn für Humor und macht der sowas mit Absicht, einfach nur damit er die Reaktionen sehen will? Ich meine, damit hält er ja so ein bisschen die Aktion auch am Laufen. Denn wenn Rockstar einfach gar nichts sagen würde, dann würde sowas ja noch viel eher und schneller absterben. Aber wenn sie wirklich so einen dummen Post bringen, während die Aktion noch läuft, ja, dann sind die Spieler erst recht furios dabei, sowas wieder zu spammen. Naja, jedenfalls haben sie es wieder zurück in die Trends geschafft. Immer mehr Gaming-Magazine, immer mehr YouTuber, immer mehr andere Unternehmen berichten darüber, aber Rockstar Games natürlich sagt nichts direkt. Ich hoffe ja, dass Strauss Zelnick sich wieder mal zu seiner dummen Aussage hinreißen lässt und sagt, ja, dass mit Reddit Online alles super ist und dass die Updates mal wieder mehr Spieler angelockt haben als jemals zuvor. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Aktienreport, aber das war's erstmal von meiner Seite. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, ich bin da sehr gespannt, was ihr zu den ganzen Entwicklungen sagt. Ich bin überwältigt von den positiven Nachrichten, dass wir bald Reddit auch fürs Handy erwarten dürfen. Aber das war es erstmal von meiner Seite. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an der Prophet, Chris the Joker, Markus, Marcelilla, Assassin, der Lukas, Gerald, Chili, Christian, Grey Shooter, Noxy, Mary, Marcello und Hazel. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. United Potatoes, ba-do-do-dum. United Potatoes, ba-do-do-dum.